Stellt euch Michelangelos Werkstätte vor. Schmutzig, hohe Räume, stinkig, Öllampengeruch. Und Michelangelo wusste, dass morgen der Papst kommt, um das fertige Bozzetto, den Entwurf, anzuschauen. Er jagte seine Gesellen aus der Werkstatt raus. Er wollte alleine sein. Er war wütend. Er fing an, nahm eine Tafel, stellte sie auf die Staffelei und fing an zu malen. Nach kurzer Zeit hat er die Tafel genommen. In einer Riesenwut hat er sie auf eine Statue zerschmettert und war wirklich wütend. Setzte sich hin, 2 Stunden später, nach Grübeln und Überdenken, stand er auf, wie in Trance, stellte die Tafel auf die Staffelei und fing an zu malen. Und irgendeinmal gegen den Morgen war die Tafel beendet. Aber was war passiert in der Nacht? In der Nacht hatte er gekämpft mit Gut und Böse. Er hatte Gott gesehen, er hatte den Teufel gesehen. Es war einen wahnsinnigen Wachkampf, den er ausstehen musste. Das Werk war vollbracht. Aber wie und was passiert ist in der Nacht, lesen Sie bitte im Buch. Ah!